Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Babsi Vater, der Emotionscoach, und ich freue mich riesig, dass ich heute eine Kundin von mir habe, die Corinna. Und die Corinna, die gibt mir ein Kundenfeedback, und wir möchten euch alle daran beteiligen, damit ihr seht, was der Emotion Code bewirken kann. Und darum begrüße ich ganz herzlich die Corinna und freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Babsi, für deine Einladung, der ich natürlich ganz sehr gerne gefolgt bin. Und ja, einen schönen guten Morgen hier an alle, die jetzt uns sehen oder irgendwann es sehen werden. Genau. Genau. Ja, erzähl mir doch mal als allererstes, wie hast du von dem Emotion Code erfahren? Ja, also da hole ich ein bisschen aus. Ich habe letztes Jahr im Dezember eine Ausbildung gestartet zur Ich bin Liebe. Frau oder Mensch oder wie auch immer, von der sicherlich bekannten Eva Maria Zurhorst. Mhm. Und ich habe in meinem Leben schon ganz viel auch so an Coachings und alle möglichen Dinge gemacht, die immer irgendwie über den Kopf, also gefühlt über den Kopf gingen. Über das Bewusstsein, ja. Über das Bewusstsein, über den Verstand, und ja, war alles irgendwie logisch. Aber ich bin irgendwie nicht ins Fühlen gekommen. Und im Rahmen, wie gesagt, der Ausbildung hatten wir dann eine Session, beziehungsweise gab es ein Interview mit der Frau Dr. Susanne Hufnagel. Mhm. Und die ist sogenannte Emotion Code Beraterin oder zertifizierte Emotion Code Trainerin. Und dann gab es eine weitere Session. Dort hat sie auch mit, ich glaube, drei Frauen das auch live mal vorgemacht und dort Emotionen aufgelöst. Mhm. Und die Reaktion, beziehungsweise bei den Teilnehmerinnen, also die da in den Genuss gekommen sind, also ich habe es bei der einen Frau sogar selber mitgespürt. Ja? Und da war ich einfach so neugierig, dass ich gedacht habe, da will ich mehr drüber wissen. Und dann habe ich mir dieses Buch gekauft von dem Bradley Nelson. Mhm. Und weil ich aber auch jemand bin, der sich gerne also in die Erfahrung geht, also wie gesagt, es wirklich mal selbst erleben möchte, habe ich auch mit anderen Frauen aus der Ausbildung mich dann ausgetauscht. Und eine ganz inzwischen liebgewonnene Freundin hat mir dann von dir erzählt, dass sie bei dir den Emotion Code macht. Also ich kann das, glaube ich, hier sagen. Ich glaube, sie hat auch Feedback irgendwo gegeben. Ja. Bei ihr war es wirklich überzeugend, weil sie das auch bei ihrem Hund angewandt hat. Oder genau, das war die Lydia Im, da gibt es ein Video auch über den Hund. Genau. Mhm. Und dann habe ich gesagt, schick mir doch einfach mal den Link zu dir. Mhm. Und ja, dann habe ich mich recht schnell, du hast ja auch so ein tolles Kennenlernen-Angebot, also dass man dich einfach erstmal in einer Session so kostenlos kennenlernen kann. Genau. Ob die Chemie stimmt und zwischeneinander. Das hat gepasst, dass ich dann ja auch gleich sozusagen bei dir gebucht habe. Mhm. Und als erstes haben wir die Herzmauer gesprengt, und ja, so war unser gemeinsamer Einstieg. Genau. Ja, das ist ganz schön, dass die Dr. Susanne Hufnagel in dieser Ausbildung, die Eva Maria Zurhorst macht, da auch über den Emotion Code berichtet. Und dadurch ganz viele Menschen einfach von dem Emotion Code erfahren. Ich habe auch über ein Interview, das ich von der Dr. Hufnagel gehört habe, vom Emotion Code erfahren und habe bei ihr dann sofort ein Seminar gebucht, war auch mega begeistert von dieser Methode, habe mich dann gleich zertifizieren lassen. Es läuft alles über den Bradley Nelson, der den Emotion Code entwickelt hat, über die Discover Healing Webseite. Und ja, so arbeite ich jetzt seit 1,5 Jahren mit vollem Herzblut mit Emotion Code, als Emotion Code oder als Emotionscoach, so habe ich mich genannt, der Emotionscoach, und sprenge die Herzmauern der Menschen und löse einfach Altlasten auf. Genau. Und du hast ein wunderschönes Zitat, das ich auf meiner Homepage veröffentlicht habe. Das hast du nämlich mal bei Facebook geteilt. Möchtest du sagen, was du da geschrieben hast? Ja, ich hatte ein Fotoshooting und dann war ich selber so von mir, also von meinem Strahlen so berührt, weil ja, das lange sozusagen versteckt oder eben so zugemauert war, sage ich es mal. Ja. Und dann hattest du das geliked und dann habe ich dir zurückgeschrieben, dass ich sehr dankbar bin, dass du dieses Strahlen
wieder sozusagen in mich gezaubert hast mit dieser Methode, ja. Ja, genau. Ja, das fand ich so schön. Das stimmt. Danke, Babsi, dass du das Strahlen in mir wieder hervorgezaubert hast oder so. Genau. Und ja, so das hat mich auch sehr berührt. Und darum habe ich gesagt, mach mal einfach ein kurzes Feedback noch live, dass die Leute einfach noch mal hören, ja, was sich denn bei dir so entwickelt hat, was sich bewegt hat und was man so erwarten kann. Oder es ist ja immer gut, man geht ohne Erwartungen rein, weil das ist sowieso bei jedem anders. Der eine kommt mit körperlichen Themen, der nächste kommt mit psychischen Themen. Viele kommen natürlich mit beiden Themen, weil wenn die Psyche aus dem Gleichgewicht ist, dann wirkt sich es ja eben auf den Körper aus. So kann man einfach an ganz vielen Themen arbeiten. Ja, erzähl doch mal einfach, was du das Gefühl hast, was sich bei dir so entwickelt hat. Ja, also ich habe auch noch mal geguckt von unseren Sessions, auch was ich mir so dann am Rande mitgeschrieben habe, beziehungsweise ich kriege ja dann auch immer von dir das Protokoll, welche Emotionen wir lösen konnten. Und also mein Thema war ja immer so auch, kann ich mir selbst vertrauen, also meiner Intuition, weil ich ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, viel versucht habe, über den Verstand zu erklären. Und das ist ja auch oft so, dass man dann weit in die Geschichte geht und immer nach Ursachen forscht. Und ich wusste aber, in mir ist diese Intuition, also ich hatte die, also aber die war halt irgendwie weg. Und ja, also ich habe dann wirklich, und was bei mir auch so war, ich habe, wenn ich mich so erinnere, nie so dieses Kind in mir gespürt. Ja? Mhm. So dieses, oder dass ich so wirklich so ein lebendiges Kind war, auch so ne, in meiner Kindheit, also sondern ja, auch immer sehr vernünftig und immer sehr verantwortungsvoll. Und, und nach diesen Session, ich habe jetzt gerade mal geguckt, hatte ich wirklich so dieses, also einmal wirklich so ein befreiendes Durchatmen. Mhm. Also es wurde irgendwie insgesamt leichter und ich habe wieder so diese innere Freude, dieses, dieses Hüpfen, also ich bin wirklich manchmal danach im Zimmer gehüpft, ja, wie ein kleines Kind, so völlig ohne Grund, ja, die sind ja sich selbst, also Kinder sind sich ja selbst genug, die können ja mit sich spielen, ja, und sich an sich selbst freuen, das war wirklich sowas und ich konnte eine, also wir hatten oft diese Emotionen der Täuschung irgendwie aufgelöst und ich habe immer geguckt, ja, wo habe ich mich selbst getäuscht. Ja. Selbst verraten, selbst betrogen. Genau. Und ja, das konnte ich mit dir auflösen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass also wirklich ich in meinem Leben jetzt einen riesen Schritt gewagt habe, wirklich zu sagen, ich stehe zu mir selbst und es ist mir als auch egal, was andere sagen und ob das, sag ich mal, standesgemäß ist oder ob das die Gesellschaft oder die Menschen um mich herum toll finden. Ich stehe jetzt einfach zu mir. Ja. Und ja, das hat eben dazu geführt, also an der Stelle, dass ich mich jetzt auch von meinem Mann getrennt habe. Ja. Weil du selber eben wieder merkst, was tut mir gut und wer tut mir gut. Also das ist ganz oft bei der Herzmauer das große Thema, dass der Zugang zu sich selber ja fehlt. Nicht nur die Gefühle rauslassen und die Gefühle empfangen, für andere und von anderen, sondern ja auch die Gefühle für sich selber, die Selbstliebe. Und das ist so ein Riesenthema, wenn wir die Herzmauer gesprengt haben, dann kommt das Gefühl zu sich selber einfach wieder viel besser an und man spürt, wer oder was tut mir gut und wie kann ich mich dann unter Umständen auch lösen oder trennen von Beziehungen, die mir definitiv nicht gut tun. Und ja, das haben wir bei dir geschafft. Das ist natürlich nicht das Ziel, dass sich die Menschen trennen. Das Ziel ist eigentlich ja, dass sie sich wieder verbunden fühlen, auch mit ihrem Partner. Aber wenn das natürlich in einer Beziehung an einen Punkt geraten ist, wo man merkt, nein, ich muss mich wirklich befreien, dann ist das eine Riesenchance, durch den Zugang zum eigenen Herz wirklich wieder zu spüren, was bin ich? Und du sagst ja, es ging darum, zu sich selber zu stehen und auch auf sich selber wieder vertrauen. Ja, und da freue ich mich natürlich sehr, dass wir das geschafft haben bei dir
Und ich glaube, es ist jetzt schon auch klar geworden, dass das nicht was war, was über Nacht kommen ist. Also manche Menschen könnten die Erwartungshaltung haben aufgrund von dem wunderbaren Buch, das man liest oder von den ganzen Feedbacks, die auf den Homepages, natürlich auch auf meiner stehen. Wow, ich mache da eine so eine Session, löse ein paar Emotionen und danach ist alles wunderbar. Aber man muss einfach, ich sage immer, realistisch bleiben. Der Bradley Nason, der den Emotion Code vor über 25 Jahren entwickelt hat, sagt, jeder normale Mensch hat ungefähr 300 bis 400 solche eingeschlossenen Emotionen in sich. Und die verhindern schlichtweg den Energiefluss. Und wenn die Energie nicht ordentlich fließen kann, dann kommen wir aus dem Gleichgewicht. Es schwächt das Immunsystem und so geht eins zum anderen. Also man kommt psychisch aus dem Gleichgewicht, man kommt körperlich aus dem Gleichgewicht, man wird krank oder man bekommt Schmerzen oder man hat eben einfach so den Zugang zu sich selber verloren oder andere. Es gibt ja ganz viele Leute mit Ängsten oder Phobien, die auch zu mir kommen. Mhm. Ja, und wenn wir eben in einer Session um die 10 Emotionen lösen können, weil dann heißt es immer irgendwann, nee, für heute geht nichts mehr, weil der Körper kann nicht auf einmal alles loswerden. Das wäre viel zu viel fürs System. Und das sagt zum Glück das Unterbewusstsein vom Kunden dann, für heute reicht's. Und dann können wir eben nicht weitermachen. Dann braucht man Verarbeitungszeit. Minimum eine Woche empfehle ich da immer, dass man wartet, bis man weitermacht, wenn man denn weitermachen möchte. Genau, und wenn wir jetzt eben so im Kopf haben, wir haben circa 300, 400 eingeschlossene Emotionen als erwachsener Mensch, dann wäre es natürlich schon ein großer Jackpot, wenn man mit einer Session so tiefe Themen auflöst, wie gerade die Selbstliebe oder den Zugang zu sich selber oder chronische Krankheiten, dass jede Session ist Gold wert und hilft, die Energie in Schwung zu bringen und die Selbstheilungskräfte anzuregen. Das ist das Ziel, also nicht ich bin die, die heilt, sondern ich rege die Selbstheilungskräfte an. Ja, und bei dir ist es so, du hast mittlerweile schon mehr Sessions von mir geschenkt bekommen, als du überhaupt bezahlt hast. Ich habe nämlich, hab ich nämlich auch nachgeschaut. Dann darf ich ja dann mal wieder welche bezahlen. Oh nein, bei mir ist es ja ganz einfach. Du hast auch eine wunderbare Facebook-Gruppe, glaube ich, mit einem, sag mal, wie heißt die oder der Name von der Facebook-Gruppe? Reich durch Vernetzung, genau. Reich durch Vernetzung. Und das ist genau mein Thema, wer mich weiterempfiehlt, weil er überzeugt von mir ist, der bekommt ein Geschenk, wenn ich dann weiterempfohlen werde und dieser Kunde bucht bei mir auch Minimum ein Dreier-Set, dann bekommt der, der mich weiterempfohlen hat, ein Geschenk, nämlich eine weitere Session. Und du bist Meisterin im Vernetzen und im Weiterempfehlen, wenn du von was überzeugt bist. Ja, darum habe ich gesehen, hast du mittlerweile schon mehr Sessions geschenkt bekommen, als du überhaupt bezahlt hast. Das finde ich natürlich wunderbar. Und da kann man, ja, so können wir gern weitermachen. Ja, das mache ich natürlich auch, weil ich andere Menschen liebe und es zum einen natürlich liebe, mich zu vernetzen oder mich zu verbinden. Also von daher, also das würde ich jetzt auch gerne noch aus meiner Sicht ergänzen. Also ja, diese Trennung, es war eine toxische Beziehung, ja, weil ich habe natürlich auch für mich immer diese Liebe im Außen gesucht, mhm. ne? Von daher hat es auch gepasst und ich bin auch dankbar für diese Erfahrung. Das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, mhm. weil alles, was geschieht, geschieht ja zum Besseren oder aus, ja, für einen. Ne? Und deswegen möchte ich also jetzt hier nicht irgendwie, dass die Menschen jetzt Angst haben, oh Gott, sondern für mich ist das jetzt das Beste, dass ich mich ja da getrennt habe. Und von daher, ja, und habe dann wirklich natürlich mit Begeisterung anderen Menschen erzählt, vor allen Dingen, weil ich ja selber so ein Kopfmensch oder vieles über den Kopf mhm. gemacht habe und was das jetzt letztendlich verändert hat, ja, oder ja. Dann war es schon relativ schnell eine Veränderung, wenn man jetzt sieht, ich bin jetzt ja. 57, da stehe ich ja. auch dazu, wie viele Jahre, und ich hatte auch als junge Frau viele Jahre eine Angststörung und wie gesagt, viel über den Kopf, und ich konnte halt jetzt hier mit dir gerade auch viel lösen zu meinem leiblichen Vater, den ich gar nicht kenne, da waren ganz viele mhm. eingeschlossene Emotionen mhm. und deswegen, also ich kann es auch an der Stelle nur wieder sagen, probier, buch doch einfach mal die Babsi zum Kennenlerngespräch. Und was ich jetzt auch noch interessant finde, weil ich ja wieder in die Gunst eines Geschenks gekommen bin,
Und ich finde das sehr großzügig, das Geschenk. Also, weil, ne, das, wenn man das jetzt vom Wert auch sieht, ja, dass man eben auch, es ist ja auch nicht rum, man schließt ja trotz alledem auch wieder mit durch neue Ereignisse, Situationen, wieder Emotionen ein. Und das war für mich eben auch so in diesen Sessions. Du fragst ja dann auch immer, oder wann ist diese Emotion eingeschlossen worden? Und da waren eben ganz viele, wie gesagt, vererbte Sachen und ganz viele Dinge, wo ich immer gedacht habe, das kommt so. Da war ein Thema, ja, ganz früh sogar noch vor meiner sozusagen Entstehung oder wie nennst du, hast du das genannt, Präkonzeptional, wobei das war ein Thema. Genau. Weil die Präkonzeptionalen, die sind natürlich sehr selten. Es gibt auch die Pränatalen, die man einschließt im Bauch der Mutter. Das ist dann meistens übernommen von der Mutter, kann aber auch schon vom Kind selber sein. Das häufigste sind natürlich die vererbten Emotionen. Da identifiziere ich circa ein Drittel bis ein Fünftel pro Session, die wirklich jeder Mensch einfach unbewusst von seinen Eltern, Großeltern, Vorfahren, Ahnen weitergegeben gekriegt hat. Ja, und das fand ich bei dir auch sehr berührend, muss ich da nur sagen, weil natürlich auch dein leiblicher Vater sehr oft kam. Und also das war für mich auch ganz berührend zu merken, auch wenn man den leiblichen Vater nicht kennt und keinen Kontakt zu ihm hat, ja, ich bestehe trotzdem zur Hälfte aus ihm. Und ich trage auch dem seine Last mit, die auch er schon von seinem Vater, von seiner Mutter, von seiner Oma, wem auch immer bekommen hat. Und so war da plötzlich eine Verbindung zum Vater da. Und ich sage immer, ich liebe diese vererbten Emotionen, weil wir da ja die Chance haben, das auch bei den Ahnen aufzulösen. Das heißt, auch wenn man zu diesem Vater überhaupt keinen Kontakt hat und vielleicht natürlich auch Wut oder Groll sein Leben lang aufgebaut hat, ist ja möglich, kann man trotzdem in Liebe für ihn was auflösen, wenn sein Unterbewusstsein das freigibt. Also ich kann bei niemandem eingreifen, der das nicht möchte. Ja, genau. Und bei den vererbten Emotionen ist sowieso ja das Einzige, wo ich an jemandem arbeiten kann oder die Chance habe, es aufzulösen, von dem ich nicht die direkte Erlaubnis habe. Ich dürfte jetzt nicht bei einem Nachbarn oder so auflösen, weil ich meine, es würde dem gut tun. Nur wenn ich die Erlaubnis habe. Aber wenn wir eben Vererbte haben, dann habe ich im Kopf, wir lösen es auch bei den Vererbten auf und circa 75-85% der Ahnen geben das auch her. Und so war dann in Verbindung zu deinem Vater plötzlich da. Ja. Da habe ich, also an diesen Moment kann ich mich auch noch sehr erinnern, dass ich wirklich auf einmal so eine ganz tiefe Verbundenheit gespürt habe. Und du hast es ja gesagt, wir sind ja 50% auch der Vater oder je nachdem welches Elternteil. Und wie gesagt, ich habe ihn bisher nicht persönlich kennengelernt. Ich habe, ich weiß von seiner Existenz natürlich, sonst gäbe es mich ja nicht. Aber damit konnte ich dann auch Frieden schließen und auch vergeben. Und es war auch so ein schönes Gefühl, dass es vielleicht auch noch Geschwister gibt, von denen ich auch nicht weiß, aber. Richtig. Genau, dass mir die, das weiß ich auch noch, da läuft es mir gerade sogar ein Schauer drüber. Genau, weil wenn dein Vater das auch an weitere Kinder vererbt haben sollte, dann kann das bei denen gleichzeitig auch aufgelöst werden. Und so warst du plötzlich in der Verbindung mit einer Familie, die du überhaupt nicht kennst, die du aber trotzdem hast. Und das ist ja schon ein großes Geschenk, was man da für sich und für andere auch bekommen kann. Ja. Und das finde ich auch so schön, diesen Aspekt, dass man es wirklich auch für seine Ahnen dann sozusagen mit auflöst, also dass die dann auch sozusagen befreiter durchs Leben gehen können. Auch wenn sie schon verstorben sind, denn die Energie der Verstorbenen ist ja auch da und ja auch an die Kinder, an die man es schon potenziell weitervererbt hat, da kann es auch aufgelöst werden. Ja, das finde ich wirklich super. Deswegen, wie gesagt, müssen das ganz viele Menschen erfahren, dass es das gibt. Wenn du sagst, es gibt sogar schon 25 Jahre, also umso, ne? Also ja. Die Dinge kommen ja immer dann zu einem, wenn man bereit ist dafür, sie zu sehen. Oder genau, vor 10 Jahren oder jetzt sind es wahrscheinlich ungefähr 11 Jahren, hat die Dr. Susanne Hufnagel dieses Buch übersetzt. Ich muss gerade mal schauen. Wo habe ich es denn jetzt, dass ich es mal in die Kamera halten könnte? Na, jetzt liegt es gerade nicht da.
Ist ja egal. Also das heißt, der Emotionscode ist übersetzt worden von der Dr. Susanne Hufnagel ins Deutsche. Gibt es auch eine aktuelle neue Auflage. Und das ist eben seit 10, 11 Jahren drum in den Westen gekommen. Und das Schöne ist, dass es eine Energiemethode ist, die ja über Zoom, übers Telefon, über E-Mail-Kontakt auch funktioniert. So sind wir völlig ungebunden, wo meine Kunden sitzen. Also ich habe Kunden auch natürlich nicht nur in Deutschland. Und das ist schon sehr schön. Ja, ja, liebe Corinna, ich freue mich sehr. Ein Aspekt würde ich noch ergänzen, wenn das okay ist. Na klar. Weil, also was mich jetzt auch noch begeistert hat, war, dass ich ganz viele Emotionen jetzt aus der, und das war eben auch dann der Hinweis, dass viele eingeschlossene Emotionen bei mir jetzt aus der frühesten, also in diesem Jahr oder auch so die letzten zwei, drei Jahre, also was einfach ein Hinweis dafür war, hier stimmt irgendwas jetzt gerade in meinem aktuellen Leben auch nicht. Ja. Und dass man auch aktuelle Themen, wenn man jetzt wieder, ne, also dass es ja auch nicht aufhört, dass man wieder, das passiert wieder irgendwas, ein Konflikt im Außen oder wie auch immer, dass man das auch immer wieder anwenden kann. Ja? Also dass das, wie du sagst, zum einen, dass man so viele Emotionen schon mal per se eingeschlossen hat. Mhm. Also da habe ich wahrscheinlich, da dürfen wir noch viel miteinander arbeiten. dazu möchte ich nur zwei Sachen sagen. Der Emotion Code ist eine Selbsthilfemethode. Das heißt, es muss sich niemand an mich oder an den anderen Emotion Code Berater jetzt sein Leben lang binden, sondern jeder kann das selber lernen, wenn er einen kinesiologischen Muskeltest erlernt. Und das ist Übungssache, üben, üben, üben. Von dem her, wenn jemand sagt, ich investiere es gerne in die Babsi oder in irgendjemand anderen und lass lösen, dann ist das wunderbar. Prinzipiell kann aber das jeder, sage ich mal, gut, ist natürlich grundlegend erst einmal aufzuräumen von jemandem, der das schon professionell kann und die Erfahrung hat. Und dann kann man aber wunderbar an sich selber weiterarbeiten für die, die einfach auch in Zukunft eingeschlossen werden. Und dazu möchte ich aber natürlich auch noch sagen, je stabiler wir sind, weil wir Emotionen aufgelöst haben, umso weniger schließen wir natürlich in Zukunft Emotionen ein, weil wir dann die Emotionen, die auf uns einprassen, verarbeiten können und loslassen können und eben nicht in uns einschließen müssen. Also das ist natürlich auch das Ziel durch die Arbeit, dass wir dann in Zukunft mit den Emotionen besser umgehen können, die verarbeiten können, loslassen können und somit einfach gar nicht mehr so viel neuen Ballast einschließen. Genau. Habe ich dich unterbrochen? Wolltest du noch irgendwas sagen? Oder das war genau. Das war jetzt super nochmal zusammengefasst und denke, ja, für alle, wir haben die freie Wahl. Sie können zu dir kommen, sie können das Buch kaufen, sie können selber erlernen. Und das ist ja das Schöne, dass es ja also wirklich eine tolle Methode ist. Und wie gesagt, ich hatte vorher von Energiearbeit, also auch gut, ich habe Shiatsu-Massage, das ist auch sowas, was ich vielleicht so seit ein, zwei Jahren so mache, ja, aber das war wirklich auch ein Weg dahin. Also das Leben hat mich dahin geführt, vom Kopf wieder ins Herz. Ins Herz. Sehr schön. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ich bedanke mich recht herzlich, Corinna. Und liebe Zuschauer, wenn euch unser Video gefallen hat, dann liked es, teilt es, abonniert meinen Kanal und gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir buchen. Und dann freue ich mich, wenn noch viele Menschen in den Genuss vom Emotion Code kommen. Dankeschön. Alles Liebe. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.